Beim FFC Verfeste Vorderland kam die zuletzt verletzte Hanna Weiß in die Startelf zurück. Dadurch konnte Spielmacherin Verena Müller wieder auf ihre angestammte Position ins Mittelfeld rücken, was sich positiv auf das Spiel der Vorderländerinnen auswirkte. Die Mädchen des FC Bergheim waren mit breiter Brust ins Ländle gereist. Zum einen standen sie bereits seit längerem als Meister fest und zum anderen sind sie das einzige Team mit einer blütenweißen Weste. Der FFC Verfeste Vorderland war im letzten Heimspiel der Saison voll motiviert, wollte als erstes Team den Salzburgerinnen ein Bein stellen. Beide Teams wirkten von Anfang an voll motiviert, hellwach und so entwickelte sich von Beginn weg ein offener Schlagabtausch. Die Sommertruppe versuchte dabei mit viel Laufarbeit und einer entsprechenden Aggressivität in den Zweikämpfen das leichte spielerische Plus von Bergheim auszugleichen. Doch vorerst war es der regierende Meister, der die Nadelstiche setzte. Die brandgefährliche, quirlige Sari Banu ist es, die der Vorderländer Defensive immer wieder Probleme bereitet. In der 14. Spielminute scheitert die Salzburger Stürmerin an FFC-Torfrau Sarah Traxel und 10 Minuten später schiebt sie die Kugel knapp am linken Pfosten vorbei. Die Matchuhr zeigt die 27. Spielminute, als das Leder zum ersten Mal im Vorarlberger Netz zappelt. Die beste Salzburgerin Isabella Grössinger erzielt, nachdem die Vorderländer Abwehr die Kugel nicht aus dem Gefahrenbereich brachte, das 0:1. Nun überschlagen sich die Ereignisse. Zuerst klärt Traxel mit einer Fußabwehr vor zwei heranstürmenden Salzburgerinnen und im Gegenzug hieß es 1:1. Verena Müller wurde im Bergheimer Strafraum von Alzner zu Fall gebracht. Den dafür diktierten Elfmeter verwandelte Müller souverän zum 1:1 Ausgleich. Nachdem ein Wuchertreffer in der 43. Minute wegen Abseits keine Anerkennung fand, ging es mit dem 1:1 in die Pause. Mit einem Knalleffekt beginnt dann der zweite Spielabschnitt. Die sehr agile Annalena Wucher tankt sich auf der rechten Seite durch. Ihr Stangelpass grätscht Jacqueline Vonbrühl zur Vorderländerführung ins Netz. Doch nur 8 Minuten später der Ausgleich. Torfrau Traxel verhindert mit diesem Reflex gegen Banu vorerst noch den Ausgleich. Schwab reagiert aber am schnellsten und schiebt das Leder zum 2:2 Ausgleich ins leere Vorderlandstor. Nun setzen beide Teams alles auf die Karte Sieg, doch vorerst wollte keinem Team ein weiterer Treffer gelingen. So prallt ein Sanchez-Kopfball in der 77. Minute ins Feld zurück und auch der Nachschuss landet an der Torumrandung. Als dann die beste Salzburgerin Grössinger 10 Minuten vor Spielende ihre Farben mit 3:2 in Führung bringt, schien eine neuerliche knappe FFC-Niederlage gegen den Meister besiegt. Doch einmal mehr war es Verena Müller, die für ihr Team noch die Kastanien aus dem Feuer holte und in der Nachspielzeit nach einem Vonbrühl-Eckball per Kopf zum verdienten 3:3 eindrückte. Ich denke, wir haben uns verdient und dass es jetzt so in letzter Sekunde zu Tor gefallen ist, freut uns natürlich. Und der Punkt, den ich sage, haben wir uns wirklich erarbeitet und ist mehr als nur gerecht. Ja, ich finde, die haben super dagegen gehalten vor der Land. Also wir haben stark begonnen. Wir haben leider den Anfang ein bisschen verschlafen und ein bisschen verpasst. Ich muss sagen, die sind körperlich sehr gut. Das ist natürlich ein bisschen unsere Schwäche. Wir sind technisch und taktisch zwar eigentlich ziemlich super, aber das fehlt einfach noch, der Körper ein bisschen. Und sobald die halt reindrücken, haben wir immer ein bisschen eine Schwäche, die wir halt dann hinten nach noch wieder ausbessern müssen. Ja, und beim letzten Heimspiel des FFC Verfester Vorderland dürfen wir die zweite Neuverpflichtung für das kommende Jahr vorstellen. Jasmin Kiki Kirchmann, kannst du die Hunsanseeren bitte kurz vorstellen? Ja, also ich bin Jasmine Kirchmann. Ich komme ursprünglich aus Lutterach. Habe noch den Tag angefangen zum Jutta bei der Buba, bis ich 14 war. Dann bin ich auf Bregenz gegangen. Nach ein paar Saisonen in Bregenz hat es mich dann noch in die erste Bundesliga verschlagen, kann man so sagen. Dann habe ich dort klein Wacker Innsbruck gespielt. Durch die Matura habe ich ein bisschen zurücktreten müssen, was ich aber eigentlich schlussendlich gar nicht bin. Bin dann in die Schweiz rausgegangen, habe mich dort gesteigert. Und mit meiner Trainerin, was ich jetzt hatte, mit der Sissi Reit,
hat sie mich qualitativ richtig weiter aufgebracht. Ich bin auch im Nationalteam gelandet, auch im A-Kader. Und ja, jetzt habe ich mir gedacht, komme ich mal wieder zurück ins Ländle.